Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. In Lugards Burg befinden wir uns. Eine Burg mit wirklich vielen Fallen. Wir wurden auch verflucht. Und zwar, ups, das war der falsche Knopf. Wenn wir Y drücken, war das Y? R, L? Ach nee, R war das natürlich. Dann werden wir hier zu einem sehr, sehr schmalen Scherenschnitt. Und können uns so auch durch, ja, kleine, aber feine Durchzweigungen durch, tja, stecken. Okay, jetzt wollen wir auf jeden Fall in die oberen Etagen, das, ist klar. Mit Kopio dürfte das dann wieder mal kein Problem sein. Ab nach oben. So, oh, einige Spinnenweben. Hier wurde schon lange nicht mehr anscheinend durchgesaugt. So, hier könnten wir jetzt hinein. Den Schlüssel, wie gesagt, haben wir. Und da haben wir auch einen Orden, den ich gern haben will, aber... Da kommen wir, glaube ich, so nicht an, oder? Ne, mit Kopio auch nicht. Keine Chance, okay. Vielleicht ja später. Erstmal weiter. Okay, wir könnten uns hier erstmal wieder auffüllen. Unsere KP und BP etc. Aber wir lassen es erstmal. Ja, das war jetzt ein offensichtliches Rätsel. Einfach den Schalter aktivieren und schon öffnet sich hier eine weitere Treppe, beziehungsweise nicht Treppe natürlich, aber ein weiterer Durchgang. Der Weg wird sichtbar. Ja gut. Ich würde sagen, wieder ein eindeutiges Rätsel. Alles klar. Und hier geht es schon wieder nicht weiter, aber... Wir haben hier anscheinend keinen Schalter zu aktivieren. Warum nicht? Ganz ehrlich, beim ersten Durchspielen, da habe ich hier wirklich lange gebraucht, um zu checken, dass hier einfach kein Fenster drin ist. Keine Scheibe, besser gesagt, und ja, so können wir einfach draußen rumspazieren und hier reinjumpen. Das war sehr, eigentlich sehr einfach, wenn man es weiß. Okay, und schon geht's weiter. Och nö. Wieder mit ein paar Knochenkopas, wie es ausschaut, aber nur zwei. Das sollten wir dann doch mit links schaffen. Ach ja, wir haben auch übrigens, wie wir auch gerade schon wieder hören konnten, einen Orden gefunden, der uns Froschlaute machen lässt, wenn wir mit dem Hammer angreifen. Und beim Jump glaube ich genauso. Denn Lugard mag anscheinend kein Tier, das mit F anfängt und mit SCH aufhört. Rachepulver. Den halben Schaden erleidet der Angreifende. Okay. Das sollten wir vielleicht auch in einem Bosskampf mal nehmen. Kann jedenfalls auch nicht schaden. Okay. Dann weiter nach oben. So, wir haben hier gleich zwei Wege. Oh. Und ein Gegner. Oh ne, und gleich zwei Fliegende. Ein Paragumba und ein Paracopa. Das ist nicht so pralle. Na nun gut, wie machen wir das am besten? Am besten den Gefährlichen runterholen, wobei... Ah, scheiße. Der hat natürlich eine Feuerblume, der Paragumba. Also hätten wir wohl eher den zuerst beseitigen müssen. Aber er greift nicht damit an, sehr gut. Unser Glück in jedem Fall. Paracumba kann jetzt weg. Und... dem Koopa geben wir auch den Rest. Haben wir das auch. Ja gut, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Bleibt also nur der Weg links. Oh, und der lebt doch. Na gut, ich meine, Skelette können ja wohl kaum leben, aber sagen wir mal, es bewegt sich noch. Okay, aber da dürfte auch eine Runde ausreichen.
Jetzt geht es dir an den Kragen, du kleiner Pixgumba. Singen sollte ich zwar nicht, ich tu's trotzdem zwischendurch. Gut, weiter geht's. Wow. Nanu? Wie seltsam, ich bin wohl nicht die einzige Besucherin in dieser Burg. Wer bist denn du? Ich? Ich bin eine Diebin, die viel in der Welt herumkommt. Man nennt mich Nagarine, Herzchen. In dieser Burg soll es irgendwo einen seltenen Orden geben, deshalb bin ich hier. Aber sagt, was treibt euch in die verfallenen Gemäuer dieser alten Burg? Wir sind hier, um Lurga zu besiegen und ein Sternjuwel zu finden. Und leider können wir dir dieses Sternjuwel unter keinen Umständen überlassen. Sternjuwel? Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas in dieser Burg gibt. Habe ich vielleicht gerade einen heißen Tipp erhalten? Auf gar keinen Fall. Aber egal. Schließlich wart ihr zuerst auf der Suche nach diesem Sternjuwel. Mein Orden habe ich schon. Das Sternjuwel soll also eure Beute sein, Herzchen. Ich will aber auch gerne einen Orden haben. Wie bitte? Wow. Hihihi, Herzchen. Zum Abschied, nur so. Dabei haben wir uns gerade erst getroffen. Aber es ist Zeit für den Abschied, Herzchen. Was für eine Freche. Ach ja, eins wollte ich dir noch sagen, Herzchen. In dieser Burg befindet sich ein Orden, der im Kampf gegen den Drachen helfen soll. Was für ein Orden? Das weiß ich auch nicht. Hast du ihn etwa schon? Wenn du gegen Lugard kämpfst, solltest du diesen Orden auf jeden Fall anlegen. Und damit, adieu, mein bärtiger Kavalierherzchen. Bis zum nächsten Mal. Eine seltsame Person. Aber irgendwie auch charmant, oder? Irgendwie schon. Das ist wahrscheinlich Marios erster Kuss mit einer Maus. Warum nicht? Wir finden einen Pilz. Das war jetzt nur nicht so das Item, was ich unbedingt jetzt finden wollte. Was werfen wir jetzt mal weg? So, Rachepulver. Klingt ja eigentlich ganz gut. Ein Hotelgutschein. Ja, okay, machen wir ihn weg. Ups, was war das denn? Wie ist denn das Teil aufgekommen? Als wenn niemand Basketball mit dem Gutschein spielen würde. Honigsirup. Brauchen wir... Ja, wobei... Eigentlich schon, wir haben nur einen Honigsirup. Also ein Pilz weg. Und die Insigne her. So, mehr haben wir hier... Allem Anschein nach nicht. Doch, eine Kiste natürlich. Ein Burgschlüssel. Und genau den Schlüssel brauchen wir natürlich. Um die Tür auf der anderen Seite zu öffnen. Okay, nicht zu vergessen, wir haben hier auch noch einen Orden, den wir etwas tiefer liegend suchen. Ach Mensch, immer diese doofen Knochen-Gumbas, Koopas. Ich frag mich, wie können die überhaupt noch leben? Das ist doch unmöglich eigentlich, oder? Wenn sie schon von Lugard gefressen wurden. Das ergibt für mich irgendwie gar keinen Sinn, aber... Och nö, und ihr könnt sogar weitere Kumpanen erschaffen. Na gut, das Positive ist natürlich, dass man damit mehr Erfahrungspunkte sammeln kann. Wenn die sich jeweils gegenseitig respawnen, aber... Muss ja auch nicht sein, oder? Okay, der greift an und trifft sogar noch. Du. Okay, aber jetzt reicht's uns. Und tschüss. Sternpunkte her. Und jetzt frage ich mich, ob das vielleicht sogar schlauer wäre, noch vor dem Bosskampf ein Level abzubekommen. Könnte... Nein! Das war ein gegnerischer Erstangriff. Richtig, richtig dämlich. Na gut. Den ersten legen wir mal. Und ja gut, hier würde jetzt eigentlich Gumbrina sinnvoller sein, aber...
extra zu tauschen, wäre jetzt auch dumm. Oh, das war ein Treffer. So. Oh, und wir könnten... Oh Mann, ein Bingo bekommen. Wir hatten bisher noch gar kein Glück, noch keinen einzigen Bingo. Außer natürlich im Tutorial, aber da war es ja... Nun keine allzu große Verwunderung, dass es klappen würde. Richtig, richtig dumm, ey. Wäre vor allen Dingen gut, da wir keine vollen KP haben. Okay. Und tschüss, und tschüss. Und ich hoffe, das war's jetzt. Ich will nicht noch mehr von diesen Koopas, Dingensbummens und ein Powerblock. Ah, es ist so doof. Ich hätte gerne jetzt schon wirklich mehr Platz im Inventar, weil 10 Items sind einfach so schnell voll. Okay, Powerblock muss leider weichen. Auch wenn es mir natürlich sehr, sehr weh tut im Herzen. Das war jetzt auch dumm, oder? Ja. Weil ein Jump macht keinen wirklichen Schaden, nee. Ja, das war wirklich doof, Mann. Das geht doch so nicht. So, ich überlege jetzt auf jeden Fall... Autsch. Ob ich vielleicht tatsächlich wechseln soll. Das Ding ist halt, dann hat man eine Runde sowieso schon verschenkt. Ist dann irgendwie auch immer so doof. Hm, wir lassen es diesmal. Es würde, wie gesagt, kaum was bringen. Dann lieber zweimal angreifen. Das Gute, wie gesagt, ist, dass sich Marios KP langsam regenerieren, aber... Ja, eben halt doch sehr langsam. Alle 5 Runden vielleicht mal ein KP. Man kann auch mehr Orden davon finden. Wenn man dann mehr Orden jeweils ausrüstet, dann bringen sie auch mehr. Dann würden sich Marios KP öfter regenerieren. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Okay, jetzt sollten wir hier auf jeden Fall Ruhe haben. Sodass wir uns hier in Ruhe umschauen können. Ohne hier Angst haben zu müssen, dass wir angegriffen werden. Okay, ab nach oben. Und hier haben wir tatsächlich so einen, wenn man so will, kleinen Geheimgang. Also laufen wir hier erstmal ein bisschen entlang und wie wir sehen können, haben wir hier auch ein Papierflieger-Dingensbummens. Also durch hier, aber wir wollen natürlich auch... Nein! Nicht zu weit laufen. Ich bin so deppert manchmal. Man sollte da wirklich extrem langsam laufen. Und das hilft natürlich jetzt hier, die Tür zu erreichen, aber so hoch kann Mario nicht springen. Also müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. Und den haben wir ja quasi auch schon gesehen, aber ich will auch, wie bereits gesagt, den Sternsplitter einsammeln, den wir hier außen noch haben. So, jetzt dürfte es funktionieren. Tübü, tübü, her damit. Und zwar sofort. Alles klar. Jetzt können wir hier auf jeden Fall mal lang. Hui, 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 hui. Geschafft. War nun kein allzu großes Hindernis. Okay, jetzt können wir noch höher. Oder aber wir machen was anderes noch. Erstmal natürlich sehen wir hier einen weiteren Burgschlüssel, den wir brauchen. Und wir lassen es mal runterfallen und bekommen Fortuna P. Wenn Vorsicht geboten ist, wird jeglicher Schaden, den dein Partner erleidet, halbiert. Das ist auch ein hilfreicher Orden. Brauchst auch nur einen Ordenpunkt, also gleich mal ausrüsten. Okay. Ah, ich bin noch deppert. Wenn ich jetzt Kopio eingesetzt hätte, hätte er oben rumwirbeln können. Ich hätte runterspringen können, mich hier raufstellen können und dann loslassen. Und dann wären wir wieder hoch... Ja, hochgekommen, glaube ich, ne? Aber... Ah, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder laufen. Scheiße, das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau von mir.
Aber egal. Wir beeilen uns einfach. Der Weg hier ist ja eh klar. Hier außen lang und dann haben wir's. Und ich glaube auch, allzu viel fehlt nicht mehr. Dann hätten wir... ja, den ersten Dungeon schon gemeistert. Und würden dann wahrscheinlich der gemeinen Logat gegenüberstehen. Ja doch, wir... hier war, glaube ich, rechts war es lang, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. So, haben wir ja schon wieder fast den Weg aufgeholt. So, runter damit. Dann wieder hoch. Jetzt fehlerfrei die Plattform erreichen. Dann haben wir binnen einer Minute knapp, vielleicht waren es auch anderthalb, den Weg wieder aufgeholt. Knappe Kiste. Da waren wir fast schon ein Tiefflieger, aber hat doch gelangt. Ab nach oben jetzt. Also die Burg ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Extrem hoch. Weitere Insignie erstmal. Die sind auf jeden Fall hier noch ziemlich einfach zu finden. Oh, und jetzt sind wir draußen auf einer Brücke mit Gegnern. Will ich mit denen kämpfen? Eigentlich nicht, oder? Ja. Erstmal einen Erstangriff kassieren. So, und hier muss ich auf jeden Fall wechseln. Weil es sind ja quasi nur Flieg-Gumbas, Kopius, beziehungsweise Kopas. So, okay. Ich würde sagen, erstmal holen wir sie alle runter. Ups. Wir könnten natürlich auch... nein, das war jetzt... das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, wir können sie erstmal alle runterholen und dann damagen, aber hat ja schon mal nicht funktioniert. Ja, das ist doch gar nicht schön. Das finde ich gar nicht gut. Okay, den ersten besiegen wir mal. Und die anderen lassen wir gar nicht mehr angreifen. Dips. Dauert jetzt zwar alles ein bisschen länger. Aber egal. Safety first. Und fliehen will ich, wie gesagt, auch nicht. Das ist mir dann doch zuwider. Okay, gleich haben wir die nächste Chance, ein Bingo zu bekommen. Auch wenn er nichts bringt, weil wir sowieso volle Sternenergie haben. Aber es will einfach noch nicht ganz klappen. Das ist echt ärgerlich. Sehr nervig in jedem Fall. Immerhin werden wir jetzt diesen Kampf hier gewinnen. Und bekommen 6 Sternpunkte dafür. So, jetzt ist her. Dann laufen wir mal direkt weiter. Hier geht's noch weiter nach oben. Anscheinend keine Gegner. Was ich aber auf jeden Fall cool finde. Oh, ist die Geräuschkulisse hier draußen und von wegen keine Gegner mehr. Der hat sogar einen Orden. Wenn wir den ganz fix besiegen, könnte es doch durchaus mal sein, dass wir den Orden noch bekommen. Aber wie gesagt, manchmal lassen sie auch die Orden bzw. Items droppen, die sie halt quasi im Kampf besitzen. Mensch, und wieso greift der gleich Gumbrina an? Das ist doch richtig gemein. Okay, sie ist auf jeden Fall schon halb geschwächt. Und da ist Vorsicht geboten, definitiv. Aber okay, jetzt gehen gegnerische Angriffe ja wahrscheinlich dann eher daneben. Dank des Ordens. Okay, sehr gut, der greift uns an. War zwar nicht gut verteidigt, aber auch egal. Problem nur, wir können diesen Pixgummer nicht angreifen, bevor wir die beiden anderen, Opas besiegt haben.
Und viele Erfahrungspunkte geben sie auch nicht und ich kann nicht mehr verteidigen. Ja, das ist doch doof, das kann doch gar nicht wahr sein. So, das hätten wir. Verteidigen klappt auch wieder. Und ich wollte gerade eben schon sagen, hier oben haben wir gar keine Gegner mehr, aber... naja. Hätte ja klappen können. 5 Sternpunkte für so großen Aufwand. Sehr ärgerlich. Also ein Level-Up werden wir, glaube ich, nicht mehr schaffen. Da lege ich mich jetzt fest. Okay, Freunde. Wir haben das Ziel erreicht. Dort drin werden wir höchstwahrscheinlich die fürchterliche Logard begegnen. Erstmal jedoch auffüllen, das ist ganz wichtig. Das ist uns die 6 Münzen aber definitiv wert. Und dann würde ich beinahe sagen, dass wir beim nächsten Mal dann unseren ersten Bosskampf aufnehmen werden. Also erstmal gucken wir mal, ob wir jetzt mit Thiagumbrina oder mit Kupio beginnen sollen. Da wir den Gegner scannen wollen, wäre es glaube ich dann doch schon besser mit Gumbrina zu beginnen. Machen wir dann auch mal. Und wenn es dann mal schlimm werden sollte, dann wechseln wir einfach wieder zu Kupio. Falls Gumbrina down gehen sollte, beziehungsweise droht down zu gehen, können wir wie gesagt immer noch wechseln. Weil der Kampf wird wie gesagt nicht ohne werden. Hoffen wir mal, dass uns der Froschorden etwas weiter helfen wird. Aber das werden wir sehen. Und zwar dann beim nächsten Mal. Denn, ja nee, es lohnt sich jetzt nicht mehr den Kampf zu machen. Der wird definitiv ein bisschen länger dauern. Wir haben ja genug Items auch dabei, ne? Ja, ja, klar. 6 bzw. 5 Pilze, Feuerblumen haben wir auch noch, Rachepulver, ein bisschen Honigsirup. Das muss auf jeden Fall genügen. Alles klar, Freunde. Also, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Und... bis dahin, macht es gut.